Frankfurt hat Glück, nicht nur, weil es einen Entwicklertag hat, den es in der Form noch nicht gegeben hat. Frankfurt hat in vielerlei Hinsicht ja Probleme, die andere Städte gerne hätten. Das eine, dass die Stadt vergleichsweise viele gut bezahlte Jobs bietet, zum Beispiel für Webentwickler, für Werber, für Banker und Broker, Forscher, Freiberufler. Und deshalb zieht Frankfurt viele Menschen an, die hier dann auch leben und arbeiten wollen. Und wir wissen aber auch, es ist schwer für diese Menschen dann beispielsweise Wohnraum zu finden. Die Stadtgrenzen sind eng, man kann nur innerhalb dieser Stadtgrenzen bauen und es gibt kaum noch Möglichkeit, da was zu bauen, weil an sich alles zugebaut ist. Und das sind brennende Probleme und die schwelen nicht erst seit gestern, nicht erst in den letzten Jahren, sondern Frankfurt hat sie schon sehr, sehr lange und versucht auch schon sehr, sehr lange, sie zu lösen. Und das ist unser nächstes Thema. Einer dieser Versuche, zumindest zu lindern, nämlich auf dem Riedberg, wo auch ein Aufbruch stattgefunden hat. Im Prinzip hat das vor 10 Jahren begonnen. Vor 10 Jahren gab es da nur Acker, ne? Ackerland, sonst nichts. Inzwischen leben 8.000 Menschen dort etwa. Außerdem gibt es 7.000 Studierende, die da jeden Tag arbeiten, vor allen Dingen an den Forschungseinrichtungen, an den naturwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen der Goethe-Uni. Aber wie macht man das eigentlich, dass man da einen Acker hat und 10 Jahre später leben und arbeiten da tausende Menschen? Weil die Menschen kommen nämlich verrückterweise erst, wenn andere Menschen da sind. Wie dieser Aufbruch funktioniert, das eben noch vor ein paar Jahren war da nichts und jetzt ist dann auf einmal sehr viel. Diese Geschichte, die erzählt uns jetzt Norbert Landshut, der arbeitet, kommt jetzt gerade mal auf die Bühne, kurzen Applaus. Der arbeitet Wortbandwürmer bei der Hessen Agentur Stadtentwicklungsgesellschaft. Das ist eine Tochterfirma der Hessen Agentur und das ist wiederum eine 100%ige Tochterfirma des Landes Hessen. Und diese Tochterfirma der Tochterfirma ist dann Auftragnehmer, zum Beispiel im Auftrag der Stadt Frankfurt, um genau dieses Ding zu vollbringen. Da, wo vorher nichts war, soll dann etwas sein. Herr Landshut, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist schön, dass ich Ihnen heute mal den Riedberg in die Stadt reinbringen kann. Denn in der Regel ist es ja so, wer bei uns am Riedberg etwas kaufen will oder mieten will, schaut sich erst mal an, der muss erst mal aus der Stadt rauskommen. Und viele sagen heute leider immer noch, nach 10 Jahren, ja, wo ist denn der Riedberg? Ja, ganz kurz zu mir, Norbert Landshut, ich bin Mitarbeiter der HA Stadtentwicklungsgesellschaft. Und wir haben es hier mit einem Projekt der Stadt Frankfurt zu tun. Jetzt hören Sie überall Hessenagentur. Die Hessenagentur ist eine 100% Landesgesellschaft. Wir, die HA Stadtentwicklung, wieder eine Tochter davon. Herr Eggers hat es gerade eben gesagt. Und wir realisieren die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Frankfurt-Riedberg für die Stadt Frankfurt. Das heißt, es ist kein Projekt des Landes Hessen, wenngleich da auch die Universität dort ist, sondern der wohnwirtschaftliche Teil wird von der Stadt Frankfurt realisiert. Unsere Aufgaben sind für die Gesamtprojektentwicklung vom Riedberg das komplette Projektmanagement, was man sich vorstellen kann, eben von der Ackerlandfläche hin auch zum Vertrieb, zum Bewohnen eines Objektes zu kommen. Dazu zählt, man muss ein Vermarktungskonzept machen, man muss Vertrieb und Verhandlungsführung mit Investoren machen, Erstellung von Marktanalysen, was braucht der Markt. Man muss eine Betreuung der Bauträger und Einzelbauherren machen, Entwicklung, Bau- und Projektsteuerung von sozialen Infrastruktureinrichtungen, das heißt dann Kindertagesstätten, Schulen, Gymnasien. Die Grünflächen und Parks wollen gebaut werden, technische Erschließung. Ja, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel das, was wir heute Abend hier machen dürfen. Kostenmanagement, Treuhänderverwaltung, Liegenschaftsverwaltung und ein bisschen CAD, GIS, wer sich da ein bisschen mit auskennt, alles, was mit Plänen zu tun hat. Das ist mal ein kurzer Überblick über das, was wir zu tun haben. Und wo liegt denn eigentlich der Riedberg? Der Riedberg, wir sehen es dort oben rechts im Bild. Im Norden sehen wir es im Bild, von mir aus auf der rechten Seite. Er liegt im Frankfurter Grüngürtel, im Norden von Frankfurt. Im Süden sehen wir den Flughafen und wir sehen, welche Dimension eigentlich der gesamte Grüngürtel für Frankfurt und welche Bedeutung auch der Grüngürtel für Frankfurt hat. Mir ist es erst klar geworden, früher hieß es der Grüngürtel, der geht ja bis nach Hochheim und Flörsheim hinten raus. Ja, das ist wichtig. Das gehört alles dazu in unserem Speckgürtel um Frankfurt herum. Mal aber aus dem Blickwinkel vom Riedberg betrachtet,
das hab ich auch im Vorgespräch mit dem Einzelnen, mit dem einen oder anderen hier gemerkt, das Grün ist unwahrscheinlich wichtig. Und das egal, ob man sich in der Wohnung befindet oder nach draußen geht zum Aufenthalt, es ist unwahrscheinlich wichtig für den Menschen, für das Auge, die Naherholung auch erleben zu dürfen. Ja, so sah der Rieckberg vor 11 Jahren aus. Wir sehen auf der rechten Seite im Bild die Goethe-Universität, vorne im Bild eine Betriebsstätte der E.ON Ruhrgas AG und weiter auf der linken Seite haben wir 2 landwirtschaftliche Anwesen. Alles andere war Ackerland. Und wir haben im Norden von dem Bild den kleinen Bereich Bonifatiuspark, Bonifatiusbrunnen. Den gab es zum damaligen Zeitpunkt schon und das war der kleine Beginn vom Rieckberg. Jetzt musste natürlich erstmal überhaupt Land aktiviert werden. Wir haben es dort mit 134 Alteigentümern zu tun gehabt. 40% haben der Stadt gehört. Und das Ganze hat ein Image von Freizeitgelände, Ackergelände, Naherholung. Und dort sollen mal 15.000 Menschen leben. Heute, Blick von Süden. Wir sehen im Vordergrund die Goethe-Universität, die Geowissenschaften, die Physik, die Chemie, Max-Planck-Institut. Und wir sehen eine Haupterschließungsstraße, die den Rieckberg durchquert. Dieses Bild ist aus dem August, September 2013 und da lebten bereits 7.500 Menschen. Wir haben es also geschafft, wenn man es mal linear betrachtet sieht, 750 Menschen im Jahr auf den Rieckberg zu bringen, zu bewegen. Und das war schon eine Aufgabe, die uns in den letzten Jahren äußerst ausgefüllt hat. Unsere Aufgaben, ich hatte es gesagt, ist das Land aufzukaufen. Unsere Aufgabe ist es, die Erschließung, die Straßen zu bauen, die soziale Infrastruktur rechtzeitig zu bauen. Aber damit ist es nicht getan. Um dieses Bild, was wir hier sehen, zu realisieren, muss natürlich auch ein Bedarf geweckt werden. Der Bedarf ist da, die Stadt Frankfurt hat ihn erkannt. Nur wie kann man den Bedarf decken, indem letztendlich Wohnungsbau realisiert wird? Wohnungsbau funktioniert nur dann, wenn er am Markt auch vom Kunden angenommen wird. Der muss also eine Attraktivität haben. Jeder Anfang ist mit einem innovativen Produkt sehr einfach. Wenn es viele innovative Produkte am Markt gibt, muss man sehen, wie man sich von der Konkurrenz eventuell abhebt. Und hier musste man sehr früh erkennen, wir sind kein Projekt, das eine Lage wie das Norndet hat. Oder wir sind kein Projekt, auch wenn wir universitär sind, wie Bockenheim. Wir sind keine innerstädtische Lage, wir sind eine Randlage von Frankfurt. Frankfurt hat Ende der 90er Jahre festgestellt, es wandern zu viele Familien nach draußen in die Vororte ab und wir müssen mehr Familien hier in der Stadt halten. Und über diese Projektidee der Stadt Frankfurt kam es dann dazu, den Rieckberg für insgesamt 15.000 Einwohner realisieren zu wollen. Wir sehen hier eine Visualisierung, wie es am Ende im Jahr 2017 aussehen soll. Gehe ich nochmal ganz kurz in die Planungsschritte, wie alt ein Rieckberg eigentlich ist. Von der Planungsüberlegung in den 60er Jahren war es als universitäre Einrichtung vorgesehen. Dort sollte die komplette Goethe-Universität hinkommen, nicht nur an den Westend, sondern das Westend sollte komplett auf den Rieckberg kommen. Was nicht hier gelistet ist, in den 80er Jahren war vorgesehen, den Frankfurter Zoo dorthin zu verlagern. Aus diesen Überlegungen entstand dann, Mensch, da könnten wir doch Wohnungsbau draus machen. Liegt doch relativ gut, diese Lage am Frankfurter Rieckberg zwischen Karlbach und zwischen Niederursel, eingegrenzt von der A5 und A661, direkt an der Rosa-Luxemburg-Straße, direkte Verbindung in die Stadt. Also hat man sich dann Ende der 90er Jahre dazu entschlossen, den Rieckberg über eine sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme zu realisieren. Tja, und 2000 ging es dann los mit dem Bebauungsplan, was dann das Baurecht ermöglicht hat. Insgesamt ist Rieckberg 267 Hektar groß, 1% der Frankfurter Stadtfläche. Neuer Stadtteil für 15.000 Einwohner, derzeit ja nicht 80.000 Bewohner, sondern 8.000 Bewohner, da ist eine Null zu viel reingekommen. Es sollen mal 6.000 Wohnungen und Häuser geben, 8.000 Studierende, davon sind bereits 7.000 am Rieckberg. Es fehlen noch die Mathematik und Informatik am Rieckberg zum heutigen Zeitpunkt. 3.000 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, davon die meisten natürlich in der Universität, im FITS und im FIAS. Wir haben
Parks und Grünflächen mit 94 Hektar und die Universität mit 22 Hektar Fläche. Projektlaufzeit insgesamt auf dem Papier von 1997 bis 2017. Gebaut wurde ein bisschen später und dafür ein bisschen schneller. Aber was waren die wesentlichen Schlüsselmomente, um so eine Fläche attraktiv zu machen? Neben dem innovativen Wohnprodukt, ein Haus, Reihenhaus, eine Mietwohnung, war es unwahrscheinlich wichtig, die äußeren Rahmenbedingungen hinzubekommen, nämlich die Versorgung für den täglichen Lebensbedarf. Ganz wichtig für Familien, Kindertagesstätten mussten sehr frühzeitig da sein. Wir mussten sehr frühzeitig eine Grundschule realisieren für 400 Schüler. Und wir haben sehr frühzeitig den ersten Park, den Bonifatiuspark, realisiert. Das waren alles Punkte, die unwahrscheinlich wichtig waren. Doch Einkaufen kam erst im Jahr 2007. Wir haben in den ersten Jahren von 2002 bis 2007 im Jahr lediglich 50 bis 300 Wohneinheiten am Markt platzieren können. Und dementsprechend gab es bis zum Jahr 2007 auch nur 2000 Einwohner. Heute im Jahr 2013 haben wir eben über 8000 Einwohner. Und das lag genau in diesen Schritten, die dann ab dem Jahr 2008 auch realisiert wurden. Eröffnung des Riedberg-Zentrums, dort gab es dann den Rewe-Markt, die DM-Drogerie, es gab auch gibt den Aldi-Markt und es gibt auch eine Filiale vom Café Wacker. Seit 2010 haben wir Stadtbahnlinien U8 und 9, direkte Anbindung an die Innenstadt. Und wir haben in 2010 mit dem Bau des Gymnasiums begonnen, das im August letzten Jahres in Betrieb genommen wurde. Und wir haben für dieses Jahr vorgesehen, den Anschluss an die Rosa-Luxemburg-Straße und die zweite Grundschule zu eröffnen. So, jetzt müssen wir ein bisschen schneller machen. Ziele und Zwecke hatte ich schon erläutert. Es sollten Wohnbauflächen bereitgestellt werden. Welche Verkehrsanbindung haben wir? Die U8 und U9. Autobahnanschluss A661 ist direkt gegeben. Das Konzept, städtebauliche Konzept vom Riedberg, wir sehen hier mal eine Übersicht rechts unten im Bild. Alles Rote, was Sie bereits sehen, ist bereits gebaut. Das heißt, alles Hellgraue, was Sie hier sehen, ist noch nicht gebaut und nicht realisiert, aber es befindet sich in Planung und wir haben es bereits bei Investoren komplett vertraglich gebunden. Das heißt, die Zukunft vom Riedberg für die weiteren 7000 Einwohner, die noch nicht da sind, ist bereits auf dem Papier gegeben und wir sind im Moment stetig dabei, das Angebot am Markt mit den Investoren gemeinsam zu platzieren, sodass weitere Wohnungsangebote im Miet- und Wohnungs- und Eigentumsbereich geschaffen werden. Wir werden insgesamt mal 13 Kindertagesstätten haben, 9 sind bereits davon in Betrieb. 2 weiterführende Schulen, eine davon, das Gymnasium, ist bereits in Betrieb. Die zweite Grundschule kommt dieses Jahr im August ebenfalls ans Netz. Und wir haben bereits eine Sportanlage im Betrieb im Norden vom Riedberg. Wir sehen hier ein kleines Bild von der Sportanlage. Der SC Riedberg bei 8000 Einwohnern hat mittlerweile über 1000 Mitglieder. Hier nochmal eine Übersicht aller Kindertagesstätten, die sich über den gesamten Riedberg verteilen. Wir haben bei den Kindertagesstätten auch momentan eine Situation, eine Vollversorgung am Riedberg anbieten zu können. Und zwar Vollversorgung leider nicht, wie es viele sich vorstellen, wenn man ein Grundstück am Riedberg kauft, dass man damit auch einen Kindertagesstättenplatz automatisch generiert. Nein, es geht natürlich nur in dem Maße, wie es innerhalb der Stadt Frankfurt insgesamt möglich ist, eine Versorgung zu haben. Und hier ist Riedberg als neuester Stadtteil von Frankfurt in einer Situation, eben die beste Versorgung innerhalb der gesamten Stadt Frankfurt zu haben. Das Gymnasium Riedberg hat eine Dimension für 1350 Schüler. Alles gebaut im Passivhausstandard, wie alle sozialen Infrastruktureinrichtungen am Riedberg. Und der Schwerpunkt dieses Gymnasiums liegt bei Naturwissenschaften und dem bilingualen Unterricht. Parks und öffentliche Grünflächen hatte ich bereits schon erwähnt. 2 Parks haben wir bereits fertiggestellt, den Bonifatiuspark und den Ketcheslachpark im Ostteil. Interessant ist, dass diese Parks, die komplett über den Riedberg verteilt sind, auch insgesamt über den sogenannten Grünzug, den topografischen Weg, erlebbar sind und Sie können heute bereits diese Parks tatsächlich begehen.
Ja, Einzelhandelszentrum, ich hatte es schon erwähnt. Sie sehen hier unten ein Bild in der Mitte eines der spektakulärsten Veranstaltungen, die wir auf dem Riedberg mal hatten, um sozusagen auch mal dem Kunden zu zeigen, was geht denn alles am Riedberg, nämlich der Mietwohnungsbau war damals Anlass dessen. In der Mitte, und zwar zur Fußball-Weltmeisterschaft, haben wir ein Public Viewing am Riedbergplatz veranstaltet. Das Bild zeigt tatsächlich gezählte 2000 Menschen, die auf dem Riedbergplatz dann Public Viewing wahrgenommen haben. Und über das wurde eine Kommunikation dann auch betrieben, was denn alles am Riedberg bereits alles an Wohnungsbau und dann als neues Wohnprodukt der Mietwohnungsbau vorhanden ist. Und über derartige Maßnahmen haben wir in den letzten Jahren immer wieder eine Imagekampagne gemacht und dementsprechend auch öffentlichkeitswirksam das Projekt nach außen zu tragen. Universitätsentwicklung am Riedberg, was ist bereits heute vorhanden? Wir haben die 7000 Studierenden, ich hatte es schon erwähnt, Chemie, Biologikum, Biowissenschaften, Max-Planck-Institut, das FIAS, das FITS ist anwesend, Geowissenschaft, die Geologie, die Biologie und die Physik. Was ebenfalls mit anwesend ist, ist am Riedberg im Rahmen der Science City Frankfurt-Riedberg ein Investment von großen Partnern, die dort Labor- und Büroeinrichtungen realisieren für private Investoren, also nicht nur die Universität, sondern auch Startups und auch Unternehmen, die letztendlich am Riedberg Büros und Laborgebäude suchen und eine universitätsnahe Einrichtung wünschen, können sich am Riedberg niederlassen. Wir sind also nicht nur ein Wohnstandort, wir sind nicht nur ein Studierendenstandort, sondern wir sind auch ein kleiner Gewerbestandort. Hier sehen wir nochmal einen Überblick über den Entwicklungsplan vom Campus Riedberg. Das ist die Universität. Sie befindet sich im südwestlichen Teil vom Riedberg. Ja, jetzt komme ich zur schönen Hardware, wie ich es im Vorgespräch auch schon gesagt hatte. Wir bilden ja am Riedberg letztendlich den Part ab, um Wohnbauland zu generieren, der dann über Investoren Ihnen allen angeboten werden könnte, jedenfalls denjenigen, die sich dafür interessieren, die ein neues Zuhause auch haben. Und wie funktioniert so eine Wohnentwicklung innerhalb von 10, 15 oder 20 Jahren zu realisieren? Die funktioniert nur so, wenn man ein differenziertes Angebot hat. Und wir haben am Riedberg ist mittlerweile so, dass wir unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, nicht nur die Familien, sondern auch Paare, Singles, die Altersgruppe 50 plus, Best Ages, Studenten und Sonderimmobilien. Und wir haben am Riedberg ungefähr 40% Mietwohnungsbau, der Rest ist Eigentum und Sonderimmobilien. Wir haben auch eine Differenzierung von Eigentumswohnungen zu Reihenhäusern, Doppelhäusern und freistehenden Einfamilienhäusern, auch in der Kategorie 60 zu 40. Sie sehen hier einige Projektbeispiele und wir sind hier in der heutigen Zeit so am Markt vertreten, dass wir einen vielfältigen Wohnungsbau anbieten können, dass wir nicht mehr getrieben sind von einem Projekt, wie es im Jahr 2002 der Fall war und somit Pioniere am Riedberg unterwegs sein mussten. Nein, heute kann man zwar vom Plan weg noch Objekte kaufen und unterschiedliche Produkttypen sich auch aussuchen und damit auch in unterschiedlichen Preiskategorien sich bewegen. Das heißt, es gibt einfache Eigentumswohnungen und es gibt gehobene Eigentumswohnungen, nicht nur einen Produkttyp. Hier sehen wir nochmal den kompletten Riedberg im Überblick, Vertriebsstrategie, Investoren. Alles, was wir auf der linken Seite, also im westlichen Bereich vom Riedberg sehen, ist heute sozusagen noch im Vertrieb. Das sind die neuen Wohnungsprodukte und Eigentumsprodukte, die jetzt auf den Markt kommen, mit dem sogenannten Westflügel, den wir letztes Jahr im Mai gestartet haben. Und hier habe ich nochmal ein paar Bilder, um Ihnen zu zeigen, welche Art von Architektur denn hier entsteht. Wir sehen es immer wieder. So ein Wohnungsneubau konzentriert an einem Standort ist für mich so eine Art wie eine internationale Bauausstellung. Und das hebt sich eben an der Stelle komplett ab, wie ein gewachsener Stadtteil, der über ein Jahrhundert oder zwei Jahrhunderte entstanden ist. Da haben wir total unterschiedliche Architektursprachen. Wenn Sie am Riedberg kommen, da sehen Sie die Architektursprache von 20 Jahren. Und man glaubt gar nicht, wie unterschiedlich
der Mensch innerhalb dieser 20 Jahre über Architektur denkt. Hier sehen wir nochmal auch Produktbeispiele, Bauherrengruppen, genossenschaftliches Wohnen ist ein kleines Produktsegment, aber ein sehr innovatives. Seniorenwohnungen, Eigentum sehen wir auf der rechten Seite. Das, auch hier haben wir einen Produkttypen gefunden, wo man ab 50 plus eine Wohnung mieten bzw. kaufen kann und aber noch nicht in einem Pflegeheim ist. Wir haben Erbpachtgrundstücke. Ich sehe schon. Das sind alles Produkttypen, die unwahrscheinlich wichtig sind. Aber das Ganze lebt nur mit den Menschen, die da drin sind. So, wir sind aber ein junger Stadtteil. Und zu dem jungen Stadtteil gehören auch tatsächlich Erbpachtgrundstücke und Villengrundstücke. Dann haben wir ein Produktbeispiel, die Weiße Stadt. Das sind Eigenheime im Bauhausstil, angelehnt an einem Projekt, was man in Weimar besichtigt hatten. 50 Häuser, die im Bauhausstil alle realisiert wurden, haben wir gesagt, sowas geht eigentlich auch in Frankfurt. Wir müssen am Riedberg nicht nur Reihenhäuser und Doppelhäuser realisieren, sondern sowas können wir auch mit freistehenden Einfamilienhäusern machen. Und so ist es mit der Weißen Stadt gekommen. Schauen Sie mal gerne auf unsere Website, dort finden Sie die Produktbeispiele. Ja, und dann noch Studierendenapartments. Von den 7.000 Studenten haben wir mittlerweile, oder für die 7.000 Studenten am Riedberg, haben wir mittlerweile auch über 700 Studierendenapartments auf dem Riedberg realisiert. Und die befinden sich auch in relativer Nähe zur Universität. So, ich habe schon ein bisschen was über das Quartier Westflügel berichtet. Hier sehen Sie es mal animiert, dargestellt, auch wieder in weißer Farbe. Die kriegen aber nur ein bisschen Farbe, dafür haben wir auch einen Farbberater entsprechend beauftragt, dass das Ganze auch äußerlich ein bisschen mit Leben gefüllt wird. Dieses Quartier Westflügel bietet Wohnraum für 1400 Wohneinheiten oder 3000 Menschen. Und die Erschließung, die Straßen werden im Moment gebaut. Ab Herbst diesen Jahres ist die Erschließung fertiggestellt und die ersten Wohnhäuser können bereits bezogen werden. Im Vordergrund sehen wir nochmal den Sportplatz und im Hintergrund die Frankfurter Skyline. Ja, der Westflügel hebt sich vom gesamten Riedberg nochmal ein bisschen ab. Wer die Karten gerade eben ein bisschen angeschaut hat, der sieht, wir haben relativ gerade Straßen. Der Westflügel ist ein bisschen geschwungener. Wir sind auch mit den Qualitäten noch ein bisschen nach oben gegangen, die man im Wohnungsbau findet. Wenn man in einen gewachsenen Stadtteil kommt, dann werden Sie eingefasste Grundstücke finden. Dann finden Sie Mauern, kleine Mäuerchen, Sie finden Gartenzäune. Wenn Sie bei uns auf dem Riedberg sind, finden Sie die weniger, weil viele Hauseigentümer der Meinung sind, das kann man zum späteren Zeitpunkt realisieren. Und da tut es auch mal die Hecke, die 80 cm hoch ist und davon in 80 cm 20 cm Wurzelballen noch vorhanden sind. Das trägt dann insgesamt zum langsameren Wachstum von so einem Grundstück auch bei. Das soll am Westflügel ein bisschen anders werden. So, meine Zeit ist relativ knapp, deswegen auch nur noch mal ein paar Bildbeispiele, die der Westflügel mit sich bringt. Klare Definition privater Räume, das habe ich gerade eben mit dem Abgrenzen des Grundstücks gemeint, geschwungene Wegeführung, integrierter ruhender Verkehr mit mehr Tiefgaragenkonzepten und alles Weitere finden Sie auf unserer Website riedberg.de. Vielen Dank. Herr Landshut, über Twitter natürlich gleich die Frage, jetzt sind wir hier auf dem Webmontag, wie sieht es auf dem Riedberg mit schnellem Breitband und mit Mobilfunkanbindung aus? Auf die Frage habe ich gewartet. Ja, wir sind ein neuer Stadtteil und alles, was neu ist, braucht natürlich auch Anbieter. Und die Anbieter sind leider heute in so einer Situation auch sehr kostenbewusst. Und weil sie so kostenbewusst sind, brauchen sie unwahrscheinlich viele Nutzer, die das Ganze am Riedberg nutzen. Und dann stellen sie auch Breitbandkabel zur Verfügung. Und ich weiß nicht, ob wir da vielleicht die 10.000 Einwohnergrenze überschreiten müssen. Ich kann es nicht sagen. Also im Augenblick besser zu IKEA rübergehen und da surfen. Ja,
Also ich habe gehört, es funktioniert, aber man braucht ein bisschen länger. Und das lädt halt auch zum Verweilen am Riedberg ein. Okay, vielen Dank. Thank you.